Hallo, mein Name ist Ivan Beles und heute habe ich ein kleines Video von der Reihe Tipps und Tricks, weil ich heute so einen Fall bekommen habe auf die Hotline und ich möchte das jetzt auch in für Zukunft machen. Wenn ich so Fragen bekomme, werde ich versuchen, dazu ein kleines Video zu erstellen. Wenn Sie, Steel Engineer hat die Funktion Teile, Knoten, Koppeln. Zuerst erkläre ich, wozu überhaupt die Funktion da ist, wahrscheinlich. So gehen wir auf XZ, vertikale Ebene, zeichnen wir einen Stab von da, diese Richtung sind 6 Meter, okay, sagen wir 6 Meter, gut, dann ein vertikaler Stab, kann diese Darstellung ausschalten, von da zum Beispiel 1,2, dann von da zu diesem Punkt, ich drücke immer die Shift-Taste, um die Knoten abzufangen, dann von hier. Einmal hierher und okay. Und jetzt kopiere ich diesen Stab mit Mehrfachkopie, sagen wir 6 Mal. Letzte Kopie nicht, weil letzte Kopie habe ich hier schon, ja. So, und ich möchte von Original zu letzte Kopie. Das ist die Punkte, die ich definiere. So, ich werde jetzt den ersten Punkt definieren, letzten Punkt, so das ist der Punkt 1, Punkt 2. Und dazwischen möchte ich 6 Mal Kopien haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und diese letzte nicht. Ja, da kommt, das wäre dann doppelt. Okay, so. Und das geht von diesem Punkt bis hierher. So. Okay, jetzt trennen wir diesen Stab in der Mitte. Da haben wir diese Funktion. Teilungspunkt einfügen. Entschuldigung, ich sollte zuerst den Stab selektieren. Da. In definierten Punkten trennen. Hier. Okay, rechte Maustaste ist getrennt. Wenn wir uns die Stabnummern anschauen, das ist B4, B5. Okay. Wozu ist das gut? Zeichnen wir jetzt noch ein paar Diagonalen. Ich bin faul, ich mache das jetzt alles mit einem Querschnitt. Sollen Sie normalerweise nicht machen. F7 ist die Spur ein- und ausschalten. Benutzen Sie die Spur nur dann, wenn Sie es brauchen, damit Sie dann nicht falsche Punkte anklicken. Okay. Und jetzt nehme ich diesen Knoten und ziehe den irgendwie nach oben. So, und was sieht man? Dass die Struktur komplett sich zerlegt hat, weil wir noch nicht verbunden haben. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder zeichne ich selbstständige Stäbe, dann ist das immer verbunden, aber wenn ich dann diesen Knoten verschieben möchte, dann müsste ich mir alle diese Koordinaten hier ausrechnen, irgendwie in Taschenrechner und dann noch einmal korrigieren oder irgendwie projizieren, kompliziert. Braucht man nicht. In CNC Engineer können Sie hier die Struktur verbinden. Dann entstehen hier diese relative Knoten. Das ist relativ und der sitzt am B4. Ja, das heißt, dieser Knoten ist immer abhängig von irgendeinem Stab. Ja, der beherrscht nicht seine Koordinaten. Seine Koordinaten werden durch ein anderes Bauteil definiert. Und der hängt immer nur irgendwo an dem Bauteil, in der Hälfte. Und wenn Sie den Bauteil verschieben, ist er wieder auf der neuen Position in der Hälfte. Das heißt, der Knoten ist abhängig von einem Bauteil. Und wieder die Knoten von diesem Bauteil können wieder von einem anderen Stab abhängig sein. Und so weiter, so weiter. Aber das geht dann nicht wieder zurück. Ja, ich kann nicht der Oberste sagen, du bist wieder abhängig von den Unteren. Ja, wenn Sie in der Firma haben, der Gehalt von dem Direktor bestimmt dann nicht der Wächter zum Beispiel. Ja. So. Das heißt, wenn ich das so verbinde, ich verschiebe das jetzt schön so, kann ich das mit F7 nach oben verschieben. Um 1 Meter ist alles schön verbunden. Damit wir das machen können, müssen die Knoten, diese Knoten hier, von dem Bauteil B4 abhängig sein. So. Und manchmal kriegt man hier diese Meldung, die ich am Anfang gezeigt habe. Warum gehe ich immer an diese Funktion statt am Stab? Weiß ich nicht. Das ist mir heute schon zweites Mal passiert. So, erster Stab, zweiter Stab. Und wir haben gesagt, N4 soll jetzt an B1 gekoppelt werden. Das heißt, N4 ist abhängig von B1 und N4 ist der Endknoten von B2. Aber B2 soll wieder der Chef sein von N2 und das geht nicht. Ja, es kann nicht B1 und B2 gleichzeitig Chef sein. Ja, das ist keine Demokratie. Wir haben hier Konstruktion und da muss einer der Chef sein.
Das heißt, wenn ich das hier verbinde, das heißt, ich definiere hier Auflager, versuche das zu verbinden, dann bekomme ich diese Meldung. Ja? N4 kann nicht mit B1 verbunden werden, weil B1 ist abhängig von B2. B2 habe ich dann, Endknoten von B2 ist RN4. Wäre vielleicht besser, wenn die Entwickler da die Bauteile schreiben. Aber so ist das gut, Sie können dann selektieren. Wenn Sie nicht wissen, wo der Knoten oder Bauteil ist, Befehl Sel, selektieren. Selektieren zum Beispiel N4. Und dann wird diese N4 violett. So. Ich lösche das. Okay, einfache Lösung hier wäre entkoppeln, damit ich das nicht einfach nur in der Mitte irgendwo abbreche. Koppeln, verbinden und dann hier verschieben. Wann passiert das? Sie haben, jetzt habe ich eine Ansicht, Sie haben eine Decke. Das ist die Mittelachse von der Decke. Ich soll das zeichnen. Und dann haben Sie eine Stütze. Normalerweise, wenn Sie das importieren aus einem Zeichenprogramm, passiert oft, dass diese Stütze zum Beispiel hier endet, die nächste Stütze geht irgendwie hierher. Ja? Also Sie haben dann eine Stütze geht, sagen wir verlängern sie bis hierher, die andere geht ein bisschen runter oder diese geht ein bisschen höher, diese beginnt da schön und dann haben Sie gleich schon zwei Knoten. Kann locker passieren, ja? Sie bekommen zwei Stützen, eine so, dann tun Sie das ausrichten, dann gehen die Stützen übereinander und Sie haben schon gleich das Problem. Hier bei den Stützen wäre das nicht so ein Riesenproblem, wenn die nicht verbunden sind. Aber es ist ein guter Indikator für Sie, da stimmt irgendwas nicht mit der Konstruktion und das soll man sich anschauen. Wann passiert das noch? Heute ist mir das in dieser Struktur passiert. Das habe ich heute bekommen von einem Kunden, sagen wir von hier bis hierher, dann gehen wir von hier irgendwo hierher und dann gehen wir von da irgendwie horizontal. So, das werde ich hier trennen. So, an der Linie werde ich das wegschneiden. Zurück. Genau umgekehrt. So, noch einmal. Anpassen. Diesen Stab. Und dann zu begrenzende Linie wählen. Ich denke, das soll ich wählen. Warum geht das umgekehrt? Da habe ich irgendwas falsch eingestellt. So, noch einmal. Also, mach mal so, schalten wir uns den Schnittpunkt und jetzt verschiebe ich diesen Punkt von da hierher. So. Was passiert hier? Der Knoten N1. Mach mal das ein bisschen größer. So. So. N1 ist abhängig von B3. So, sagen wir hier. B3 definiert oder ist der Chef von N1. B3. So. Dann ist aber B2 der Chef von B3. Ja? So, gehen wir von hier. Ja? B1 beherrscht den Endpunkt von B2. Und B2 beherrscht wieder den Endpunkt, diesen von B3. Aber B3 sollte gleichzeitig auch der Chef von B1 sein. Und das ist das, was nicht geht. Ja? Also da muss immer eine eindeutige Hierarchie sein. Also diese Kettenverbindungen sind da nicht möglich. Schauen wir uns das an. Wenn wir das jetzt verbinden, sollen wir die Fehlermeldung bekommen. Ich weiß nicht, wo das Programm dann nicht anschließt. N5 hier zum Beispiel. Ja? N5 kann nicht verbunden werden. Ist kein Riesenmalheur. Ja? Können wir das ein bisschen vergrößern? Ja? So, diese sind da, der ist nicht verbunden, sollte aber verbunden sein. Ja, dann gehen Sie auf Funktion, da gibt es wo hier, da, Polylinie bearbeiten, Knoten einfügen. So, an dieser Linie möchte ich diesen Knoten einfügen. So, jetzt ist das eine Polylinie. Jetzt kann ich den einfach nehmen und schieben. Jetzt habe ich verloren die schöne Möglichkeit von dem, was sich da alles verschiebt. Aber wenn ich das jetzt entkoppele und dann wieder verbinde, dann bekomme ich die Meldung nicht mehr, weil das Programm nicht mehr verbinden muss. Die sind voneinander nicht mehr abhängig. Ja, da habe ich einen normalen Strukturknoten. Einmal habe ich auch folgende Struktur bekommen. Schauen wir uns das jetzt von oben an.
und zeichnen wir jetzt Stäbe. Das war so eine, das war eine Dachebene und am dem Dach war so ein Kranz. Und klar, die Wände, die sind dann nicht immer schon geschlossen. Ja? Die Wände gehen dann manchmal raus aus dem Gebäude. So. Und das war irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich mich dann ganz genau erinnere an die Geometrie, aber es war so. Und logisch, hier ist, B1 Chef von B2, der ist Chef von 3, 4, 5 und 6 soll aber wieder der Chef, 6 ist an der untersten Ebene, aber soll gleichzeitig auch der Chef von B1 sein. Und das ist das, was dann nicht geht. Ja? Und das können Sie dann wieder irgendwo Knoten einfügen oder den Stab auf mehrere Stäbe teilen und dann haben wir wieder diese Fehlmeldung N12. Ja? Wenn Sie nicht wissen, wo N12 ist, ist kein großes Problem. Habe ich wieder zu viel vergrößert. Habe ich zu klein gezeichnet wahrscheinlich. Mach nichts. Cell N12. Und dann haben Sie den Knoten N12. Ja. Wenn das so klein ist, dass Sie das nicht sehen, dann können Sie einfach auf diese Funktion gehen. Schnellanpassung von Ansichtsparameter. Nur für die ausgewählten Teile. Und ich gehe dann auf Einstellungsdialog, Kennungen von Knoten. Lass zum Beispiel dann eine von diesen Koordinaten da schreiben, zum Beispiel Z. Und dann bekommen Sie größere Beschreibung und Sie sehen dann sofort, wo der Knoten dann liegt. Auch in einer größeren Konstruktion. So, ich hoffe, es war klar und dass Sie davon was gelernt haben. Vielen Dank und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Ja, und wenn es Ihnen gefällt, dann geben Sie ein Like oder abonnieren Sie die Videos.